Winterthur ist bereit für Spiel Nummer 4 in dieser Halbfinalserie. Und da ist das Eigentor. Das Tor für Riechenberg erzielt nicht Böcke, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern Manuel Engel dann unglücklich ins eigene Tor ablenkt. Gut gespielt. Konrad abgefälscht. Eder sehr stark. Gelegenheit also zum Tor. Da ist das Tor. Gar nicht herausgespielt, sondern einfach mal erzielt. Und da hat er einfach ein bisschen zu viel Zeit, aber trifft er natürlich auch sensationell aus dem Handgelenk raus. Super toller Schuss auf den Eder. Ist attraktiv zum Zuschauen. Hier schon die nächste Chance. Eine super Parade auch von Locher. Und Boah. Das nächste Tor schießt! Ja, da ein guter Sprint angezogen und nachher super Abschluss da. Höhe weit Decke, sehr schön zum Anschauen. Auch. Trifft er super. Schön gemacht. Und ja. Da ist das 4:0. Es ist Michel Wöcke. Studer, der hier ein bisschen viel Zeit hat, aber dann auch wieder den Pass in die Mitte sucht, wie wir es ja angesprochen schon. Okay. Der Wöcke, der da gut nachsetzt, parat ist, er natürlich auch ein sehr guter Scorer, der genau weiß, wo er muss herstehen. Nicht unentschieden oder mit einem Torunterschied. Waren und da kommen die Könitzer. David Hermle mit dem 4:1. Aber jedenfalls der Hermle, der da den Slot sehr gut aufsucht und da den Abschluss nimmt. Und, aber das ist auch ein bisschen Glück, so gesehen, die Chance. Wow. Jan Ruh damit Glück, dass er nicht seinen Gegenspieler lanciert. Ott hat ihn dann in die Bande manövriert. Deshalb der Foulpfiff der Schiedsrichter. Und Claudia Mutter da nochmal mit dem Abschluss. Hat da schon viel Platz im Slot. Ihrebeck. Jetzt ist sie da. Und der Mann, der so viel arbeitet am heutigen Nachmittag, er schießt es. Das Tor, Stefan Hutzli. Ja, und Könitz, wo der Angriff schon fast abgeschlossen hat, weil der Ball rausspringt Richtung Ecke. Aber dann kommen sie nochmal 10-20 Pulsschläge höher, weil sie immer wieder zum Einsatz kommen. Und da kommen sie zum 3:4. Und es kommt endlich einer, den wir noch nicht gesehen haben. Jan Zaug, 3:4. Hutzli da hier, wo sie leitet, und dann Hermle mit dem Diagonalpass. Und dann die Chance und das 4:4. Pascal Michel. Manuel Engel, der da wirklich die Übersicht hat, hervorragend, die hat er natürlich. Müssen wir nicht drüber reden. Und der Michel da bedient. Und der nicht mit einem satten Abschluss, der trifft ihn gar nicht richtig, Nein. aber er geht schön rein. Da war er wieder, der fast unsichtbare Claudio Mutter. Scheitert ganz knapp am erneuten Führungstreffer für Riechenberg. Die nächste Chance, Michel, Top-Chance, Bolliger, gute Chance, Locher, zweimal top. Da sehen wir nochmal direkt den Abschluss von Michel und der Bolliger ist dann auch parat auf den Abbrauer. Gute Freistoßgelegenheit. Gefährliche Szene, Ruh! Ja, übernimmt da Verantwortung. Hat zwar vielleicht glaub, auch noch Glück, weil der Ball ein bisschen, noch vielleicht die Schulter geht vom Mutter da hier und nachher. Wenn er unglücklich in die andere Richtung springt, oder glücklich für Könitz natürlich, für ihn. Der Ball 5 cm von uns gut drin! Nur eine Sekunde vor Schluss! Und hören Sie sich das an! Ja, der Levin Konrad schon mit einem unglaublich gefährlichen Abschluss. Der Bischofberger, der den Ball einfach voll mit reinbringt. Und der Nilsson. Ja, er ist eben Topspieler, der ist schon gesehen. Ösch! Ja, wird angespielt, hat sehr viel Platz und nützt den Platz hervorragend, geht da Richtung Mitte und nimmt den Abschluss.